Und damit herzlich willkommen zum verspätetsten Podcast dieser Woche. Mit etwas leichter Verspätung. Hallo Jean, hallo Hauke. Hallo Micha, hallo Jean. Grüße aus dem Norden, in Osten und Süden, genau so. Hallo, hallo, auch von meiner Seite aus. Schöne Grüße aus dem Süden, würde ich einfach mal sagen, ne? Ja, und schöne Grüße an alle, die gerade live zuhören und dabei sind. Hallo, absolut. Alexander Schilling. Ja, jetzt haben wir so viel im Vorfeld gequatscht. Wo wollten wir eigentlich hin? Die Tux-Tage sind noch kurz anzusprechen, würde ich mal behaupten. Absolut, sowas von. Wir haben unser erstes vorläufiges Programm online. Könnt ihr mal schauen auf tuxtage.de/programm. Wir haben ein tolles Programm vorzuweisen dieses Jahr. Sehr, sehr bunt geworden, finde ich, und auch schon ganz schön vollgepackt, vor allem auch am Sonntag. Aber auch Samstag ist viel los und tatsächlich auch ganz, ganz wichtig, wenn ihr Leute habt in eurem Umfeld, die mit Linux endlich mal durchstarten sollen, dann ist der Freitag auf jeden Fall was für die, denn das ist nämlich dann unser Linux Presentation Day sozusagen da dran gehängt, beziehungsweise zuvor dran gehängt. Und das wird auf jeden Fall eine super, super coole Sache. Freue ich mich drauf. Und ja, wir sind langsam, aber sicher in den Endzügen. Ne? Und tatsächlich zu den Endzügen wird es nochmal besonders stressig. Ich glaube, Hauke kann ein Lied von singen, aber naja, aber was will man machen? Was will man machen? Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr. Du, Micha? Ich freue mich auch. Ich habe nur gerade nebenbei noch den Link im Twitch-Chat geteilt. Ah, oh, das ist spitze. Ja. Und der Hauke im Linux Guides Live, das läuft ja wie am Schnürchen. Ja, sehr geil. Schön, dass ihr da seid. Als ob wir das schon mal gemacht hätten. So eine gewisse Grunderfahrung ist scheinbar vorhanden. Dieses Internet ist nicht unbedingt nur Neuland. Genau. Ja, wo wir doch so gute Laune haben, lass uns mal die Laune drücken. Microsoft. Und die neuesten verrückten Ideen und Ideen sind es ja nicht mehr, es sind ja einfach Tatsachen. Das stimmt, ja. Wobei also Tatsachen, kannst du ja auch nicht sagen, das sind ja große Fragezeichen, die jetzt ganz viel im Raum stehen. Seit dem 30. September, also vor, ungefähr 2 Wochen, ist dieser neue Servicevertrag von Microsoft in Kraft getreten, und das betrifft so ziemlich alle Dienste, die so angegeben, die so angeboten werden, ob das jetzt Cloud-Dienste sind oder Windows selbst und die ganzen Anwendungen, also hier Office und sowas, dieses ganze Zeugs, das auch in der Cloud läuft oder doch eine sehr starke Verbindung dazu hat. In diesem Servicevertrag, da ist es ein bisschen konkreter geworden, was die damit vorhaben, und so überraschend fand ich es eigentlich nicht. Ich bin ja mehr oder weniger bloß Soundgast davon, weil ich keine Microsoft-Produkte einsetze, schon sehr lange nicht. Also Windows 98 war das letzte, was ich wirklich aktiv eingesetzt habe. Und danach nicht mehr, aber von der Entwicklung her, dass man eigentlich gar nicht so wirklich sicher sein kann, wo welche Daten liegen, wo was ausgelesen wird, wo was automatisiert gescannt wird und so. Das ist jetzt, sagen wir mal, eigentlich nicht so wirklich neu und überraschend. Für einige ist es natürlich irgendwie überraschend, dass es wirklich jetzt mal so wirklich dort steht, zum Teil auch wirklich sehr konkret, was damit stattfindet mit den ganzen Daten. Aber einige wussten das auch schon vorher, was damit passiert, und haben deswegen einen großen Bogen drum gemacht, besonders wenn es um Geheimhaltung geht, um Schutz von personenbezogenen Daten. Also die Sensibilität gab es schon in einigen, sagen wir mal, Firmen für diese Problematik, die ist nicht neu, aber vielleicht so die meisten, die sagen, was mehr oder weniger sagen, was sollen wir denn sonst machen? Die anderen machen das ja auch so, diese Floskeln, die dann immer wieder kommen. Wir haben ja nichts zu verbergen, und dass vielleicht das jetzt noch so ein bisschen Aufmerksamkeit schafft, aber
Ich habe so ein bisschen den Glauben daran verloren, dass sich da noch irgend großartig was tut, auch wenn das jetzt wirklich ein direktes Zeichen ist. Jetzt müsst ihr was tun. Es sei denn, ihr gebt jetzt offiziell zu, dass ihr die Kontrolle über eure Daten verloren habt. Was in vielen Fällen ja schon sehr lange der Fall ist. Aber naja. Gut, das war jetzt erstmal der Downer am Anfang. Und jetzt dürft ihr die Yay! Stimmung weiterdrücken oder wieder ein bisschen nach oben schieben, je nachdem. Ich verschiebe die Stimmung mal ganz kurz. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bekomme in der letzten Zeit aufgrund dieser Änderungen sehr, sehr viele Anfragen, dass man doch zu Linux wechseln möchte. Und das ist natürlich dann auch in Anführungszeichen eine coole Sache für uns, wenn wir sehen, okay, gut, da überlegen Sie vielleicht doch mehr. Vor allen Dingen immer durch solche Änderungen. Ja, gut, ist das wirklich unbedingt genau das, wie ich meine Daten handhaben möchte? Und dann bekommen wir doch immer mal wieder, jedenfalls aktuell, schon, ja, ich sag mal, vermehrt Anfragen, dass man doch auf Linux wechseln möchte. Und das ist natürlich schön für uns alle. Wir bekommen neue Linux-Nutzer, sage ich mal, oder neue Nutzer von freier Software. Es geht ja nicht immer direkt um Linux, sondern auch vor allen Dingen um die Cloud-Infrastruktur, MS-365 oder so. Und ich habe es mal mir nochmal angeschaut, was sind jetzt eigentlich genau die Punkte, die von diesem Servicevertrag angezweifelt werden, beziehungsweise ja, die Bauchschmerzen verursachen. Da hat der Hawker ja schon mal richtig gemeint. Ja, man weiß eigentlich nicht so richtig, was mit den Daten geschieht. Und das ist tatsächlich auch genau ein Punkt, mangelnde Transparenz, ganz einfach in der Datenverarbeitung. Man weiß nicht genau, wozu die Daten verwendet werden. Es wird nicht ausgeschlossen. Beispielsweise Mozilla hat eine Petition eingereicht, damit Microsoft endlich beantworten soll, ob sie jetzt die ganzen normalen Dokumente von den Leuten zum Training von KI einsetzen oder nicht. Und das ist, soweit ich weiß, jedenfalls nicht positiv oder negativ verlaufen. Eher negativ würde ich dann deswegen sagen, weil ja, wir da immer noch keine Gewissheit haben. Microsoft schließt es explizit nicht aus. Und das finde ich irgendwie etwas problematisch. Und ansonsten nochmal ganz klar die Datenübermittlung in die USA zu rechtlichen Zwecken. Natürlich dort unter dem Recht der USA dann gehandhabt. Aber solange ihr jetzt selber kein US-Bürger seid, dann ist es mit Datenschutz weniger in den USA für ausländische Bürger. Und dann kann man da eigentlich relativ viel schon direkt machen. Und das ist natürlich auch ein riesen, riesen Problem. Und da ist Microsoft oder sind Microsoft auch wie sie es auch wollen, die Hände gebunden in gewisser Weise. Und das ist natürlich auch ein essentielles Problem, würde ich sagen. Und das ist auf jeden Fall ein Ansatzpunkt, den man immer gerne auch mal wieder verdrängt, so, ach ja, man sieht ja nicht, was mit den Daten passiert oder was die direkten Folgen davon sind. Und von daher nehmen das, glaube ich, noch viele Leute einfach so hin, obwohl es eigentlich schon eine ziemlich wichtige Sache ist, bin ich ehrlich. Das auf jeden Fall. Jetzt ist nun mal die Frage wieder zurück von dir. Hauke, hast du viele Anfragen, dass Leute wechseln wollen? Ich kann es nicht widerspiegeln, weil ich bin da nicht selbstständig genug dafür, sage ich mal so. Also ich bin jetzt auch nicht unbedingt in dieser Branche drin, dass ich jetzt versuche, Leute von Windows zu Linux zu portieren oder so. Das geschieht eigentlich eher so am Rande. Da bin ich jetzt, also das ist jetzt nur nicht so mein Hauptfeld. Also ich habe eigentlich eher so kompliziertere, sagen wir mal, Spezialaufträge. Also durchweg, von daher merke ich das insofern nicht. Also die Leute, die mit diesem Themenkomplex denn an mich rantreten, die habe ich über die Jahre insofern gehabt. Also da habe ich jetzt nicht großartig was gemerkt, dass sich da was geändert hat. Bei einigen ist halt diese, wie soll man das sagen? Also so, oder es ist ja mehr oder weniger so eine Art Gefühl, oder nee, Gefühl ist eigentlich zu wenig. Also es ist so, es kommt darauf an, welches Umfeld das ist. Also einmal die Unternehmen, die wirklich Geheimnisträger sind und die Geschäftsgeheimnis haben und sowas. Da gibt es welche, die es wirklich als Problem wahrnehmen. Aber dieser Schritt von Wahrnehmen zu, wir müssen das jetzt umsetzen, das geschieht leider sehr, sehr selten.
Viele kommen ja wirklich mit diesen Floskeln, die ich ja schon genannt hatte, aber und irgendwie kommt mir das so vor, als ob denen ihre Informationen eigentlich letztendlich nichts wert sind. Also das ist halt irgendwo anders. Und aus vergangenen Ereignissen weiß man ja, dass die USA durchaus amerikanischen Firmen die Arme greifen, wenn es darum geht, Informationen zu beschaffen. Also da gibt es eine Menge Geschichten darum. Und das ist alles nichts Neues. Und die müssen ja irgendwie an diese Informationen rangekommen sein. Von daher, ja, es ist natürlich. Natürlich immer irgendwie schwierig. Ja, und gerade mit der Gesetzgebung, die sich ja geändert hat, also dieser Cloud Act, den es ja gibt, der letztendlich amerikanische Unternehmen verpflichtet, auch die Informationen von ausländischen Kunden doch mal an Behörden weiterzugeben, wenn sie dazu aufgefordert werden und dass amerikanische Unternehmen das auch den Kunden gegenüber nicht kommunizieren dürfen. Das gibt es jetzt ja auch schon ein paar Jahre und von daher verschiebt sich vielleicht diese Praxis, die, wenn ich jetzt sage, schon immer so gelebt wurde, wird immer mehr und mehr in irgendwie Gesetzestexte, in AGB, in Serviceverträge reingegossen, sodass man jetzt mehr oder weniger sehen kann, was eigentlich die ganzen Jahre davor so gelaufen ist, was eigentlich gängige Praxis war und natürlich auch weiter ist. Und problematisch wird das Ganze natürlich, da wir jetzt, oder dass es deutlich bessere Algorithmen gibt, dass man wirklich eine große Menge an Daten durchsuchen, automatisch auswerten, zusammenfassen kann, was früher so nicht wirklich effizient möglich war. Also das hat insofern eine andere Qualität als früher, auch wenn es von der Art her vorher schon so gemacht wurde. Also vorher hat man ja geguckt, aha, das sind interessante Unternehmen auf der anderen Seite vom Teich, wo wir mal ein paar Informationen braucht. Dann hat man da höchstwahrscheinlich sehr gezielt nachgeguckt und gebohrt. Und jetzt kriegt man diese ganzen Informationen durch Office 365 und sowas quasi gratis nach Hause geliefert, kann die sehr gut automatisiert auswerten, sodass man sehr weit in die Breite bei der Auswertung gehen kann. Und das ist eher das Problematische dabei, dass es in der Masse funktioniert. Und dass man so vielleicht auch Kunden und Projekte erfassen kann, die man vorher nicht auf dem Schirm gehabt hat, die aber durchaus eine gewisse Relevanz haben für einheimische Unternehmen. Also das sehe ich eigentlich immer so als Problem bei diesen Sachen bei. Und von dem Bewusstsein. Also sagen wir mal früher, also bevor es losging mit Ukraine-Krieg, da hieß es eigentlich immer, ja, die Russen und die Chinesen, das sind unsere größten Gegner. Aber habe ich nie so gesehen. Ich habe die USA genauso in demselben Fokus gesehen, aber das wurde so ein bisschen ausgeblendet. Aber mit dem, was so an Software verteilt ist und auch was an Hardware rumsteht. Ich werfe mal hier die Cisco-Router in den Raum, oder diese Cisco Appliances und sonst was. Da gibt es ja viele Geschichten zu. Oder Juniper, das sind ja keine chinesischen oder russischen Firmen. Also das ist auch alles irgendwie bekannt gewesen, aber es hat nie zu diesem riesigen Aufschrei geführt. Und von daher ist es dieselbe Strategie, die jetzt nochmal weitergeführt wird durch, also ganz offiziell ja quasi, Servicevertrag, da steht das jetzt drin. Ja, also nicht wirklich neu das Ganze und ja, es führt einfach bloß in dieselbe Richtung weiter mit einer sehr großen Breitenwirkung. Genau. Vielleicht müsste man noch mal ganz kurz das Ganze titulieren. Servicevertrag bedeutet quasi nicht Microsoft als Betriebssystem, die Euler, sondern alle Microsoft-Dienste, die dort über diesen Servicevertrag geregelt sind. Das sind dort unter das, wie heißt es, Microsoft-Konto. Damit verknüpft er halt Teams, Outlook 365. Die Geschichten sind davon alle erfasst. Ist jetzt erstmal nicht das Betriebssystem per se das Böse, sage ich mal, oder das Gefährliche, sondern eigentlich alle Dienste.
Es kann sich aber eigentlich auch nur noch um, ja, ich sag mal, Zeit X handeln, bis auch die Euler von Microsoft 12 dann so weit ist und sagt, wir scannen jetzt alles und solltest du irgendetwas benutzen, was uns nicht gefällt, dann sperren wir sämtliche Microsoft-Dienste von dir, inklusive deinem Betriebssystem. Auf jeden Fall. Und also ich würde sagen, Microsoft Windows selber gerade ist trotzdem schon meiner Ansicht nach sehr stark vom Datenschutz anfechtbar, beziehungsweise ja, nicht unbedingt Datenschutz, aber generell, dass es Daten sendet. Und zwar, du kannst zwar konfigurieren, ob es wenige oder viele Daten sendet an Microsoft zur Nutzung, aber halt eben keine Daten. Das kannst du nicht konfigurieren, jedenfalls nicht in der Standardversion, vielleicht in irgendeiner Pro-Version, wenn du nochmal 200 € extra auf den Tisch legst, dann kann das vielleicht dann da drin sein. Aber so also jetzt erstmal in dem Standard Microsoft Windows hast du es nicht drin. Und das ist tatsächlich eigentlich auch echt eine sehr, sehr, sehr schwierige Sache. Und eines muss ich sagen, Microsoft versucht ja auch in den letzten Jahren besonders alle Leute bezüglich eines Online-Account-Zwangs beispielsweise dann mit einzubeziehen. Das heißt, man braucht eine Telefonnummer, mit der man dann sein Microsoft Windows verknüpft am Ende, weil jeder Microsoft-Account, glaube ich, mittlerweile auch eine Telefonnummer braucht und so weiter. Und das wird relativ schnell ziemlich, ja, weiß Microsoft eigentlich schon ziemlich viel, wem der Rechner gehört, wie man diesen Nutzer erreichen kann und das ist irgendwo hinterlegt. Und damit kann auch irgendwann mal später, es muss ja auch gar nicht sein, dass jetzt irgendwie irgendwelche großen Spirenzen mitgetrieben werden, aber ja, wer weiß, ne, was noch so kommt. Und dann kann man da ganz, ganz schnell auch solche Listen wieder in andere, in anderem Kontext sozusagen verwenden. Und das finde ich tatsächlich sehr, sehr, sehr bedenklich, wodurch ich auch heutzutage kein Microsoft Windows irgendwie irgendjemanden wirklich, ja, wirklich empfehlen kann. Der Wolfgang schreibt, haben sogenannten Wechselabsichten wirklich was? Jedes Mal, wenn ein neues Windows kommt, höre ich, dass so viele wechseln wollen. Passieren tut letztendlich wirklich wenig. Also ich habe verschiedene Leute jetzt schon begleitet beim Umstieg, die auch genau sich deswegen gemeldet haben, dass ja Microsoft am 30. Jetzt am 30. September seinen Servicevertrag wieder geändert hat und die jetzt einfach weg wollen. Und ja, die sind immer noch auf Linux, ne? Ganz klar. Aber natürlich ist das jetzt nicht die Masse. Das muss ich auch ganz klar sagen. Also die Tür eingerannt bekommen haben wir jetzt auch nicht, ne? Also es war schon ordentlich was zu tun, aber es war auch wirklich nicht übermäßig viel, dass man sagen würde, okay, gut, wir sind da gar nicht durchgekommen. Aber es war vermehrt, man hat es wirklich gemerkt. Ne? Vor allen Dingen, weil es auch viele im Support und so weiter angesprochen haben. Also da ist schon eine Bewegung. Aber natürlich eine relativ kleine Bewegung, weil halt eben insgesamt das ganze Thema einfach nicht in den Köpfen drin ist, in Anführungszeichen, oder einfach nicht das Bewusstsein dafür da ist. Und ja, das ist eigentlich wie bei ganz, ganz vielen Sachen eigentlich der Trumpf von vielen genau, Gegebenheiten, sagen wir es mal so. Das muss wohl erst ein super Datenklau passieren, dass es der richtig wehtut, damit tatsächlich Bewegung stattfindet. Ja, ich glaube, da ist sogar auch was Wahres dran. Erst wenn es knallt, in Anführungszeichen, merken die meisten was. Und davor so, na gut, interessiert mich nicht. So nach dem Motto, war ganz schlimm. Ja. Aber wie oft hat es dann schon bei Microsoft selber geknallt? Also, wie oft sind schon die Key Tables weggekommen? Wie oft sind schon User-Daten weggekommen? Das ist halt bei jedem Großen passiert das halt. Aber jetzt wollen sie halt eigentlich was Gutes bezwecken, aber auf dem komplett falschen Weg. Die wollen ja nicht umsonst mit KIs das Ganze dort prüfen, ob das gewisse Begriffe beinhaltet oder einfach um gewisse Sachen im Vorfeld zu unterdrücken. Das Problem ist doch aber eher, dass es wieder eine Monopolstellung gibt und dieses Monopol dann sich zur Internetpolizei aufschaukeln möchte. Nee, ja, sich einfach zur Ich großen weiß jetzt schon, wie Internetpolizei gesagt. titulieren möchte. Und man hat ja auch damals schon gesehen, als Anfang der 90er Microsoft das Spam-Problem nachhaltig lösen wollte, dass sie auch das da vielleicht nie so richtig die guten Ansätze haben, um das durchziehen zu wollen.
Also ich verstehe immer so den Grundgedanken dahinter, nur die Umsetzung ist mehr als fraglich. Weil gerade auch, das habt ihr ja schon richtig gesagt, diese KIs, um das auszuwerten, die stehen ja meistens in den USA, die Hauptserver. Und dann hast du schon wieder massive Probleme mit dem europäischen und gerade bei uns deutschen Datenschutz. Angeblich möchte Microsoft sich daran halten, ob sie jetzt hier Infrastruktur zur Kontrolle dort bereitstellt, wissen wir leider nicht. Und da wird es halt ein bisschen fraglich. Schon ein Riesenproblem, was da auf jeden Fall auf uns zukommen könnte oder zukommen, wahrscheinlich irgendwann wird. Auf uns selber wahrscheinlich nicht, weil wir sind da, ich glaube, wir drei oder vielleicht auch viele von euch Zuhörern und Zuschauern, ziemlich, ja, euch geht das nicht mehr so viel an. Aber ja, es wird ein Riesenproblem. Aber ich würde tatsächlich sagen, nicht, dass Microsoft generell das Böse von allem ist und so weiter. Ich finde, die haben sich in den letzten Jahren für ihre Verhältnisse eigentlich schon ganz schön gemacht, in Anführungszeichen. Die Grundprobleme bleiben. Also ist jetzt nicht, dass jetzt Microsoft die Seite gewechselt hat, aber man merkt, dass Microsoft beispielsweise schon sehr den Nutzen von Open Source erkannt hat und auch teilweise umsetzt und auch das ein oder andere Gute vielleicht rausgebracht hat, würde ich tatsächlich auch unterschreiben. Aber ja, der Grundsatz bleibt natürlich und der hat sich leider jetzt nicht geändert. Er wurde sogar noch eher schlimmer, wenn wir es in Richtung Accountzwang und des ganzen Cloud-Gedöns sehen. Und jetzt kommt ja irgendwann Microsoft 365, nee, Windows 365, meine ich. Was dann Windows in der Cloud sein soll, bin ich sehr gespannt. Und dann ja, haben sie dich ja schon komplett am, ja, ich sag mal am Schlawickel, würde ich jetzt mal auf Bayerisch sagen oder Fränkisch, weiß ich gar nicht, woher das kommt. Also nochmal zu dem Punkt, wo du meintest, also uns betrifft es nicht. Uns betrifft das natürlich schon, immer dann, wenn wir mit jemandem kommunizieren, der diese Software einsetzt. Also wenn wir jetzt hier eine E-Mail schicken oder empfangen, die wird ja auch komplett durchgearbeitet und wird irgendwo ausgewertet und damit sind diese Daten letztendlich kompromittiert. Also das ist auch irgendwie ein großes Problem, was auch nicht wirklich gesehen wird. Also im Sicherheitsumfeld sieht man das natürlich ein bisschen kritischer. Also Daten, die irgendwie rausgegangen sind an eine Stelle, die nicht komplett Ende zu Ende verschlüsselt ist, die Daten werden erstmal per se als kompromittiert angesehen. Und so ist eigentlich jede E-Mail, die nicht auf einem sicheren Zielsystem gelesen wird und die nicht Ende zu Ende verschlüsselt ist, eigentlich auch anzusehen. Also wenn jemand da mit dem Outlook ankommt, ja gut, für die Sicherheit der Daten kann ich nicht garantieren, also kann ich sowieso nicht. Und immer wenn ich, also einige verstehen das natürlich, diese Argumentation, und das sehen einige auch wirklich sehr kritisch, und andere denken denn, dass sie mit irgendwelchen Vertragswerken, die sie mit einem Auftragnehmer schließen, das irgendwie sicherstellen könnten. Aber das kann ja keiner auf beiden Seiten sicherstellen. Also weder die eine Seite noch die andere Seite, wenn das System letztendlich kompromittiert ist und eine dritte Partei das auswertet, die ganze Zeit auswertet und auch durch Gesetze dazu gezwungen ist, das eventuell auch weiterzugeben an weitere Stellen. Und damit hat man komplett die Kontrolle verloren. Genauso ist das ja mit Cloud-Lösungen allgemein. Daten, die ich auf ein entferntes System gebe, wo ich nicht die Kontrolle zu habe und die nicht verschlüsselt abgelegt werden, ich habe die Kontrolle auch verloren. Also ich kann nicht also das Rechenzentrum, wo das Ganze drin läuft, da sind ja höchstwahrscheinlich sehr viele Mitarbeiter, die vielleicht nicht drauf zugreifen dürften, aber die theoretisch die Möglichkeit hätten, doch drauf zuzugreifen. Also die Daten entziehen sich meiner Kontrolle, und umso weiter ich irgendwelche externen Dienste einbinde oder Software verwende, die eine automatisierte Auswertung durchführt und so, desto weniger Kontrolle habe ich darüber, und also ich darf mich eigentlich nicht mehr wundern, also durfte ich vorher auch nicht, aber darf ich mich dann nicht mehr wundern, wenn es denn doch irgendwo anders landet und auf einmal
eine amerikanische Firma mit doch einem besseren Angebot um die Ecke kommt und mich dann in einer Preisverhandlung aussticht oder doch vielleicht sehr ähnliche Produkte produziert, in die ich sehr lange Entwicklungszeit und Kosten reingesteckt habe. Also sowas kommt irgendwie vor und das fällt nicht einfach so vom Himmel. Das hat Gründe, warum das so ist. Ja, also von daher, ja, alles eigentlich nichts Neues, aber in der breiten Wirkung. Ja, also es ist mal wieder nicht zu Ende gedacht und wird wieder viel zu blauäugig vom allgemeinen Nutzer aufgenommen. Beziehungsweise, wer liest sich schon den kompletten Servicevertrag durch, ist Schnittmenge 1, die ist schon relativ klein und wer versteht dann auch technisch alles, was da drin steht. Und die Schnittmenge in Kombination mit beidem ist ja so, ich sag mal, so gering, da werden die wenigsten sagen, ja gut, dann mache ich jetzt Gebrauch von meinem außerordentlichen Kündigungsrecht und sage, nö, keine Ahnung, ob das irgendwann de facto der Fall wäre, aber es ist ja so utopisch, dass man das auch versteht als normaler Endanwender. Das glaube ich nicht. Das ist Wahnsinn. Deswegen müssen wir halt ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten und sagen, Leute, Ohren gespitzt, passt auf eure Daten. Microsoft hat gute Absichten, die vermutlich eher so meh umgesetzt sind. Absolut, Riesenproblem. Also ich finde, da kann ich jetzt gar nicht so viel mehr hinzufügen, ne? Weil eigentlich das Ding ist leider durch, ne? Und das ist tatsächlich schwierig, irgendwie das ins weite Bewusstsein vielleicht zu rufen. Und man will ja dann auch nicht so erzieherisch klingen, so, weißt du schon überhaupt, und dies und jenes und oh, das ist ganz scheiße. Sondern eigentlich müssen es die Leute das von sich selber raus, ich sag mal, genau, ja, von sich selber aus entdecken, sage ich mal. Und dann auch selber so einen Handlungsbedarf entwickeln. Ne? Also, was ich bis jetzt gelernt habe, es hilft nichts, irgendwelchen Leuten Linux oder andere Sachen vorzuschreiben, die sie eigentlich gar nicht wollen oder was sie nicht verstehen, sondern ja, dieser Wechsel muss eigentlich intrinsisch folgen. Und dann hat man da eigentlich eine gute Chance. Ansonsten, ja, schwierig manchmal. Da kann uns ja eh noch was anderes blühen. Also kurzes Gedankenspiel. EU und Deutschland mit der Chatkontrolle. Wie kann man denn gewährleisten, dass man nicht irgendwie an der Chatkontrolle vorbeikommt? Mein Gedankenspiel ist, du kommst gar nicht dran vorbei, das fest im Betriebssystem zu hinterlegen. Und somit wäre durch die Chatkontrolle Linux und Android als Open-Source-Betriebssysteme de facto verboten, wenn man es mal zu Ende denken würde, das Gedankenspiel. Aber dann ist ja so viel technischer, also klar, ne, so viel technische Weitsicht, in Anführungszeichen, Ja. oder diese technischen Möglichkeiten sehr beschränkt. Also ich denke, sie werden es natürlich nicht so machen. Also ich glaube, das würde zu weit reichen in der Hinsicht und würde auch ganz viel wegbringen. Aber ich denke, diese Dinger, die wir im App Store sehen werden, so beim Google Play Store, Apple Store, Microsoft Store vielleicht, wo sie die großen Unternehmen am Schlawickel packen können, ich glaube, das können sie relativ einfach leider irgendwie dann durch Reformen, sage ich mal, durchsetzen oder durch Richtlinien. Ansonsten haben wir immer noch das Briefgeheimnis, sage ich jetzt mal trotzdem. Und ich würde es auch in gewisser Weise in verschiedenen Hinsichten zu verstehen. Und es wird ja auch nicht jeder Brief durchgelesen, sozusagen. Also von daher, ich glaube, dass das vor allen Dingen nur über diese großen Portale wahrscheinlich, ja, sowieso ja schon wahrscheinlich gescannt wird durch andere Behörden oder durch andere Instanzen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser 1-zu-1-Kontakt, wie jetzt beispielsweise verschlüsselte E-Mails und so weiter, dass sie das wirklich langfristig unterbinden wollen bzw. können. Wenn, dann ist das natürlich ein super GAU. Aber ich glaube, dann haben wir ganz andere Probleme wahrscheinlich, oder?
Es kommt auf die Gesetzgebung an, aber nur mal dieses Gedankenspiel. Aber man muss ja auch mal abschätzen, wer sich dafür einsetzt. Das war derselbe Typ, den ich nicht weiter titulieren werde, weil ich ansonsten mit den TOS von Twitch Probleme kriege, der damals die Upload-Filter wollte. Also von daher, es Oh, ist der gute alles, Axel. ja, es ist alles noch nicht in trockenen Tüchern, dementsprechend. Wer weiß, was da kommt, aber mal dieses Gedankenspiel. Eigentlich was Gutes, was vermutlich komplett nach hinten losgeht, weil es mal wieder nicht komplett durchdacht ist oder nicht durchdacht werden kann und dann solche Sachen ja mit einherspielen. Also Datenschutz und Datenhoheit, die ganzen Geschichten. Ach, das sind interessante Zeiten, in der wir leben, aber. Vielleicht mal tun sie sich da mit Microsoft zusammen, wenn die da einmal die Infrastruktur haben. Ich weiß es nicht. Es war nur ein Gedankenspiel. Hoffen wir nicht. Mal schauen. Aber da kann man, glaube ich, sowieso, muss man erstmal abwarten, was denn wirklich gebacken rauskommt. Das könnte noch sich, glaube ich, nochmal stark ändern. Ja. Aber da wird es dann halt wirklich auch im Unternehmensumfeld wirklich schwierig. Das hat ja Hauke schon gesagt. Du musst ja nur, du kannst ja selber als Unternehmen darauf achten, wie du möchtest, auf deine Daten, auf deine Datenhoheit mit allem. Sobald du einen Kunden hast, der einen Hotmail- oder Outlook-Account hast, ist das Ding ja durch. Genauso, wenn du mit dem ein Meeting machen musst, und der hat nur Teams, dann ist das Ding durch. Ah, da wird es halt interessant. Und auch die Maßnahmen, die Microsoft dann ergreift, also dass die dann hier Robin Hood von Microsoft Forest, nee Quatsch, Robin Hood und der Sheriff von Microsoft Forest dann in einem sind. Wir nehmen es den Leuten, um es uns zu geben. Also wir nehmen euch eure Freiheit, damit wir noch mehr mit euren Daten machen können. Nee, es geht Schwierig. darauf, dass wenn Microsoft entscheidet, Dienste zu sperren, muss man ja auch dran denken, dass an solchen Microsoft-Accounts ja auch Sachen hängen, die wirklich existenzrelevant mit einmal sind. Also, ob das die Leute schon mit irgendwo unter abschätzen können oder konnten, ist sehr interessant. Wenn mit einmal gesagt wird von Microsoft, so, das hat uns nicht gefallen, wir sperren deinen Account aus Gründen des Verstoßes gegen unseren Servicevertrag. Tschüss. Und dort liegen dann halt noch wichtige Firmendaten auf dem OneDrive oder ähnliches, dann hast du doch schon verloren. Da brauchst du Backups. Also ich glaube, Ja. das ist, glaube ich, auch so von Microsoft so angedacht. Ich habe mich da mal ein bisschen schlauer gemacht, weil ich ja auch so ein bisschen in das Metier gehe. Und zwar ist tatsächlich auch noch mal der Auftraggeber, also das ist am Ende die Firma oder das, was die das dann nutzt, dazu trotzdem noch verpflichtet, in Anführungszeichen, dann trotzdem noch Backups selber zu haben von den Daten, die auf OneDrive liegen. Dann hat man sich da so ein bisschen rausmanövriert. Rechtlich. Und von daher können Sie es wahrscheinlich auch tatsächlich relativ easy machen. Ob das jede Firma so macht, sei mal dahingestellt. Ja. Ich glaube, ich kenne keine bis jetzt, die das bis jetzt wirklich nachhaltig gemacht haben, die ich bis jetzt betreut habe. Also, das ist ja der grundsätzliche Punkt, ne? Kein Backup, kein Mitleid. Ob das jetzt, also eigentlich soll man ja immer mehrere haben und die auch dezentral an verschiedenen Stellen und je nachdem, wie man dem Aufbewahrungsort vertraut, auch in verschlüsselter Form. Also, das ist letztendlich auch nichts Neues, aber durch, naja, also viele sind sehr technikgläubig. Also die meinen auch irgendwie das Internet, das ist ja sowieso immer da. Also die kalkulieren das überhaupt nicht mehr ein. Das wird als gegeben angenommen, dass da sind meine Daten, die sind sicher, da passen andere drauf auf und sowas. Also eine sehr große Technikgläubigkeit bei uns. Auch wenn man ja immer irgendwie so sagt, ja, die Deutschen sind eigentlich immer so Technikmuffel, sehe ich eigentlich überhaupt nicht. Die nehmen eigentlich jeden Mist irgendwie an und gucken nicht nach links und nach rechts. Ach, die anderen machen das doch auch so. Und dann wird sich da teilweise wirklich gewundert, ja, aber wieso? Wir haben doch da hinten dieses Backup. Ja, das habt ihr vielleicht mal gehabt. Aber blöderweise ist dieses Rechenzentrum gerade abgebrannt. Sowas passiert ja leider auch. Oder wenn Microsoft vor
Wie lange ist das her? 2 Monaten, da mal diesen Master Key verliert oder sich klauen lässt, sodass Unbekannte über mehrere Monate quasi kompletten Zugriff auf diese Microsoft Cloud haben und damit alles machen konnten. Und das ist sehr lange nicht aufgefallen. Und vielleicht haben die ja noch irgendwelche Hintertüren installiert. Man weiß es nicht. Also dieser Schlüssel, der ist zwar als also markiert worden, dass er nicht mehr funktioniert, also aber eben viel zu spät. Und naja, so ein Unternehmen wie Microsoft, was doch eine sehr große Cloud-Infrastruktur vermietet, da liegen sehr, sehr viele Daten drum, die eventuell doch relativ geschäftskritisch sind und wo man, also, ne, werden zwar eh ausgewertet, aber vielleicht möchte man nicht, dass sie noch von weiteren ausgewertet werden. Und das ist halt sehr schwierig und in einigen Unternehmen ist man sich der Tatsache wirklich vollkommen bewusst. Also einige fahren wirklich so diese Sicherheitsstrategie, dass man dezentral Backups macht, je nachdem, in welchem Umfeld man sich bewegt, werden sogar noch auf Tapes, also auf Bändern, größere Datenbestände gesichert. Das ist auch sehr regelmäßig. Die werden an einen weiteren Standort gebracht und da werden die Dinger im Tresor eingeschlossen. Oder dass man verschiedene Standorte hat, die über Internet miteinander verbunden sind. Da steht ein Backup-Server und im anderen steht auch ein und dann wird da drüber denn das Backup gefahren, wird synchronisiert und wenn jetzt blöderweise der eine Standort abbrennen sollte, sind jedenfalls die Daten schon mal woanders. Also es kommt immer drauf an, wie weit diese ja, Awareness da ist, dass man sich da wirklich bewusst ist, dass Dinge auch mal schieflaufen können. Aber so viele kleinere Unternehmen, ich glaube, die machen sich überhaupt keinen Kopf darum. Die kaufen dann irgendwie so einen Cloud-Speicher, irgendwas. Da schubsen die in ihr Zeugs denn hin und wieder mal hin. Und ja, wenn das denn wegbricht, bricht die für die eine Welt, bricht für die eine Welt zusammen. Ist leider weg. Tut mir leid. Betrieb abgebrannt, Daten leider nicht mehr lesbar oder was weiß ich. Also das ist immer, ja, also von daher, das hier werden jetzt ja die typischen Leute wohl auch nicht sehen, die wir eigentlich damit adressieren möchten. Also von daher, liebe Zuschauer und Hörer, gebt das bitte weiter in eurem Bekannten- und Freundeskreis oder wen ihr sonst so kennt. Versucht da so ein bisschen aufmerksam zu machen, wo die Probleme sind und dass man eventuell da mal was machen müsste. Also, dass man sich auf externe Dienste, Dienstleister nicht immer verlassen kann. Es kann immer was passieren. Das ist ganz normal und man müsste dafür einen Plan B und am besten noch einen Plan C haben, sodass man davon unabhängig ist und den eigenen Betrieb auch weiterführen kann. Oder ich springe jetzt ganz wild mal hin und her. Wir hatten hier das Thema Chatkontrolle. Problematisch wird das natürlich für Berufsgeheimnisträger, also für Ärzte, für Psychologen, für religiöse Seelsorge oder ganz normal Se oder unabhängig von Religion Seelsorge. Also diese ganzen Berufsgeheimnisträger, die ja eben diese spezielle Rolle haben, wenn die jetzt auch da erfasst werden, also in diesen oder was weiß ich, diese Seelsorge, wo man anrufen soll, wenn man Selbstmordgedanken hat. All diese ganzen Dinge, wenn die jetzt auch mit darunter komplett erfasst werden, das wäre richtig beschissen. Und ich kann mir, naja, also die, ach, wie soll man das sagen? Also die EU hat ja in der Vergangenheit schon einige Schritte in die Richtung gemacht, uns kaputte Krypto unterzuschieben, also Stichwort ETLS oder ETS wurde es irgendwann mal umbenannt. Also die Marschrichtung ist irgendwie klar. Komplette Überwachung von allem und ob irgendwo so ein Paragraph aus grauer Urzeit noch rumgammelt, der jetzt sagt, ja, Briefgeheimnis, wir gucken da nicht so rein und ja, die Gespräche zwischen Arzt und Patient, die sind geheim und sowas. Also ich glaube, das wird einfach wie so ein Bulldozer damit überfahren. Und das ist dann einfach so. Dann ne? Wird alles ausgewertet, was digital ist. Und dann haben wir ein großes Problem. Auf der einen Seite, also die quasi Hilfe anbieten, die was Gutes für die Allgemeinheit tun, wirklich Menschen helfen. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich die bösen Jungs, also die Kriminellen,
die sich einen Scheißdreck um diese Gesetze scheren werden und die auch denn illegale Software installieren. Also die werden keine gebrochene Krypto installieren, die werden kein System verwenden, was komplett überwacht wird. Es gibt diese Systeme und denen ist es total egal, ob das legal einzusetzen ist oder nicht. Die sind eh auf der anderen Seite vom Gesetz, also von daher, die kriegt man dadurch überhaupt nicht. Also es ist mal wieder irgendwie komplett an der Realität vorbei. Vielleicht kriegt man irgendwie so ein paar kleinen Kriminelle, die irgendwie zu blöd sind, das zu begreifen. Aber diesen ganzen Beifang, den man da hat, die Leute, die eigentlich was Gutes wollen, und da gehe ich mal davon aus, das ist, sagen wir mal, 98% der Menschen, die wollen eigentlich eher was Gutes, was Positives, die kriegt man damit eingefangen. Und die werden überwacht. Die Zeiten hatten wir ja schon mal. Gerade in Deutschland haben wir ja schon zwei Varianten davon durchprobiert, war beides nicht gut, die Technologie war noch nicht so weit. Und gerade von daher müssten wir eher so ein bisschen wissen, wohin sowas führen kann und dass das einfach grundlegend eine dumme Idee ist, egal unter welcher politischen Flagge, unter welchen Schlagworten und sonst irgendwas das wieder verbreitet wird, damit man das so durchbringt. Also das ist grundsätzlich schlecht. Gut, so viel dazu. Ja, jetzt bist du ordentlich in deinen Ausführungen gesprungen. Nochmal zu deinem ersten Ansatz zurück, dass ja Microsoft diesen Cloud Key verloren hat. Fand ich ganz gut, dass da das Opfer jetzt zum Richter werden kann. Wir können jetzt nicht sagen, hier Microsoft, was ist denn eigentlich da passiert? Wie können wir euch denn da jetzt in Rechenschaft ziehen? Da sagt Microsoft, hups, passiert, da können wir nichts machen. Und jetzt darf Microsoft sagen, aha, ich habe was bei dir gefunden, Konto weg. Hast versucht, Kali Linux zu installieren, das ist ganz böse Software, Konto weg. Geht auch. Also selbst Malware, selbst Pentester können nicht mehr wirklich unter Microsoft arbeiten. Das kommt ja noch dazu in dem Vertrag, in dem neuen Servicevertrag. Ist da irgendwo schädliche Software oder Schadcode, der zum Ausspionieren benutzt werden kann? Ist das für die genau dasselbe? Da wird das Opfer zum Richter ohne Schulterzucken. Also da wird es richtig wild. Und dann nochmal zurück mit der Komplettüberwachung. Ja, da müssen wir richtig aufpassen. Also das ist immer so eine Sache. Ich gebe auch gerne Sachen nicht aus der Hand. Also sowohl im echten Leben, das kennt, glaube ich, jeder mit Werkzeug. Was du einmal verleihst, das siehst du nie wieder. Genauso ist es mit meinen Daten und meinen Diensten. Also ich habe hier nicht umsonst so eine Kiste zu stehen, die für mich die Dienste macht. Da ist zwar immer noch mein Provider das Problem, gerade bei großen Datenmengen, aber das ist wieder Standort Deutschland geschuldet. Aber das ist ein anderes Thema. Das wird halt uns noch eine ganze Weile mit beschäftigen. Und ich hoffe, dass irgendwann mal genügend Leute da auf die Bremse treten und sagen, halt, stopp, das führt in eine komplett falsche Richtung. Und da hoffe ich, dass wir irgendwann zeitnah dahin kommen. Hoffe ich auch. Wobei ich muss sagen, ich hoffe es. Ob das wirklich so, also erstens würde ich sagen, es wird sowieso nicht immer alles so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Also von daher schauen wir mal, was da alles rauskommt. Und natürlich, da sind wir noch ein bisschen entfernt von. Aber wir müssen da aufpassen. Aber ich habe das Gefühl, wenn es kommen sollte, dann wird das nicht unbedingt, ich sag mal, wahrscheinlich nicht den Großteil der Bevölkerung wirklich interessieren, wahrscheinlich. Beziehungsweise einfach so, ja gut, okay, habe ich da und da gelesen, dass das schon passt, dann bin ich dafür, so nach Motto. Und ich habe da meine Zweifel, muss ich sagen. Mhm. Aber bis wir so weit sind, da warten wir einfach mal ab. Also, ja, aber ganz klar, die Gefahr ist da und wir sollten eigentlich die Rechte, die wir aktuell haben, noch im Netz, sollten wir sehr, sehr schützen. Auch, dass das Netz noch so frei ist, wie es aktuell ist. Das ist ein ganz, ganz, ganz großes Gut und meiner Ansicht nach eigentlich der Boost in den letzten 20 Jahren für die Wirtschaft, für eigentlich alles, für unser Wissen vor allem Dingen.
wie viel ich durchs Internet gelernt habe. Wir würden uns alle drei wahrscheinlich nicht übers Internet kennen, oder wenn das Internet nicht da wäre, würden wir uns nicht kennen, sagen wir es mal so. Könnten hier nicht den Podcast machen und viele, viele weitere Sachen. Also von daher, wir sollten uns da echt glücklich schätzen, in Anführungszeichen, dass wir das so haben. Und natürlich auch genau dieses Recht verteidigen, wenn es dann doch sehr eingeschränkt wird. Ja. Schauen wir mal, ja, was da rauskommt. Wie lange haben die Leute gekämpft wegen dem Routerzwang und jetzt sagen sie beim Microsoft-Service-Vertrag, ja cool, das nehme ich, das ist okay. Kommt halt immer drauf an, wie es den Leuten verkauft wird, um nochmal auf den Punkt von Verändert, den er schon vor ein paar Minuten geschrieben hat. Man kann da auch in Frage stellen, ob die gute Sache will, vielleicht auch nur ein Vorwand ist. Natürlich, also du kommst doch nur zum Ziel, wenn du die Leute manipulierst und deine Sache gut verkaufst. Das ist das Ding. Ja, ich glaube, die gute Sache bei Microsoft, ich glaube nicht, dass die in irgendeiner Form gut oder schlecht denken. Ich denke, die denken hauptsächlich profitabel. Also einfach nur, was bringt am meisten Geld, und demnach handeln sie. Also es ist da sehr, würde ich gar nicht so viel mehr hinter einschätzen. Auch nicht viel Bösartiges, sondern einfach bringt mehr Kohle am Ende, denke ich mal. Ne? Dass sie da relativ gut durchbügeln. Also das, also einmal der wirtschaftliche Aspekt, der ist natürlich sehr klar, aber eben auch durch die Gesetzgebung, die in den USA und in der EU sind, da sind sie natürlich auch an Dinge gebunden. Also von daher, sie haben sich das vielleicht nicht hundertprozentig ausgesucht, wie sie zu überwachen haben, was sie damit zu machen haben. Dass es einfach dieser gesetzliche Rahmen, der gegeben ist. Und dann haben sie ihr Geschäftsmodell eben auch nochmal mit da reingepackt, diesen Servicevertrag, dass die Daten nochmal für andere Dinge vielleicht verwendet werden. Also von daher kann ich natürlich jetzt sagen, das ist irgendwie unmoralisch, aber das ist natürlich Quatsch. Microsoft ist ein Internet, ist ein kommerzielles Unternehmen, ein Gigant, und die gucken natürlich drauf, wo man am meisten Geld machen kann und dass man mit den einzelnen Gesetzgebungen in den Ländern nicht so aneckt, sodass es das Geschäft beschädigt. Also das sind mehr oder weniger so die Leitplanken, zwischen denen das Ganze denn stattfindet. Und das tun andere Firmen natürlich genauso. Also Internetsuche, da kommt es drauf an, aus welchem Land du eine Frage stellst, und dementsprechend wird sie denn auch beantwortet. Oder Siri und Co., die antworten anders, je nachdem, wo du dich gerade denn befindest. Also da wird denn das den moralischen und sonst was Einstellungen des jeweiligen Landes angepasst. Also von daher kann man denen auch nicht so wirklich einen Vorwurf draus machen. Das sind Gegebenheiten, die sie nicht beeinflussen können. Und sie wollen letztendlich Profit machen. Das ist alles. Oh. Ja. Absolut. Eine andere Sache? Ja. Ich wollte nur sagen, um das so unromantisch wie möglich zu formulieren, es geht halt um die Kohle. Ja, ohne Moos nix los, ne? Ja. Da hat jemand auch ganz, ganz schön, hat jemand geschrieben, Internetfreiheit, was ist mit Web Environment Integrity von Google, Implementierung in Chromium-basierten Browsern? Ja, ist auch wieder ein Fass, was man aufmachen kann. Google kontrolliert eigentlich den Browsermarkt. Machen sie. Haben sie einfach mal gemacht. Ist eine Sache, die man meiner Ansicht nach echt bedenken sollte. Und dafür ist es umso wichtiger, dass es noch wenigstens einen Gegenpol gibt, beispielsweise Mozilla, Firefox vor allen Dingen. Alle anderen, Brave, Opera und wie sie alle heißen, sind alle Chromium-basiert. Also die sind alle im selben Boot. Und Firefox ist eigentlich einer der einzigen Browser mit Safari noch, die da wirklich dagegen halten, und von daher ist es sehr, sehr, sehr wichtig, auch diese Browser hauptsächlich in gewisser Weise zu nutzen, beziehungsweise auf jeden Fall mitzunutzen, ne? Und das ist natürlich auch wieder ein komplettes Fass, was man da aufmachen kann, ne? Was das alles für Gefahren mit sich birgt, auch wenn es natürlich erstmal viel einfacher macht, muss ich sagen, mit den ganzen Web-Apps und so. Und eins muss ich auch sagen, Firefox hat lange gebraucht, in der Corona-Zeit wirklich richtig gut Bildschirmübertragung hinzubekommen, dass die Web-Meetings alle richtig gelaufen sind. Da warst du unter einem Chromium-basierten Browser leider meilenweit voraus. Jetzt haben sie es ganz gut
würde ich sagen, mit drin, aber du hast immer noch das ein oder andere Problemchen. Klar, aber auch, weil viele Web-Apps sich nur noch auf Chromium-basierte Browser orientieren und eigentlich die anderen Browser außen vor lassen, so nach dem Motto, ja, ist nicht mein Problem. Ist ein Klumpenrisiko, was wir da haben. Nicht nur jetzt die Kontrollüberwachung, sondern angenommen, jetzt gibt es eine riesige Sicherheitslücke, dann ist blöd, sagen wir es mal so. Und solche Sachen gibt es, siehe Log4j, also sowas wäre ja generell auch möglich in irgendeiner Form in Chromium-basierten Browsern. Ne? Und das Ding ist auch Open Source. Und ich glaube, Log4j war auch Open Source, glaube ich, oder? Weiß ich gar nicht. Ja, Log4j war nicht Open Source, aber die Bibliotheken, wo es ausgenutzt werden konnte. Das meine ich. Die sind Open Source. Das heißt auch Log4j, meine ich. Aber ich weiß, was du meinst, ja. Ach so, ja, Log4j ist irgendwie so ein ist schon Sammelbegriff zu lange her. Leider geworden, ne? Ich hab's inzwischen sogar schon vergessen. War das eine Java-Geschichte? Es ist Java, für Log-Analysen war sogar im Apache irgendwie teilweise mit drin. Also ganz wilde Nummer. Einfach ein Logger gewesen, glaube ich. Einfach ein ganz einfacher Logger, was halt ganz, ganz viele genutzt haben. Mal so ein bisschen spaßig, ja. Wieder ein Grund, nicht Java zu nutzen. Aber das ist eigentlich Schnee von gestern. Aber trotzdem noch witzig. Markus und Ingo, schöne Grüße. Ja, auch unsere Meinung, Firefox ist die letzte Bastion. Absolut. Riesenproblem, ja. Das hatten wir auch schon so ganz rudimentär mal auf den Kilux bei der Rausschmeißer-Veranstaltung, wo wir beide drin saßen, Hauke, so angesetzt. Ja. Gut, dass du es sagst. Also irgendwie kam mir das bekannt vor, dass wir irgendwann irgendwie mal drüber gesprochen hatten, aber ich konnte es jetzt nicht mehr genau einordnen. Aber stimmt, da wo wir uns die alternativen Browser mal angeguckt haben, was es noch gibt, abgesehen von den großen, die man wahrscheinlich eher so kennt. Also es gibt noch ein paar mehr weitere dabei, aber letztendlich basieren sie entweder auf Chromium oder auf der Firefox Engine und also so wirklich Auswahl gibt es davon eigentlich nicht mehr. Ne? Also gibt es eigentlich wirklich aktiv weiterentwickelt nicht mehr. Ist eigentlich sehr schade, aber ja. Zu diesem DRM, was Google da irgendwie vorschwebt, dieses, was irgendwie Web Environment Integrity wohl heißt, ich weiß gar nicht, ob die anderen das auch übernehmen oder nicht. Oder ob jetzt hier Brave sagt, nee, den Teil von der Engine bauen wir jetzt nicht ein in unseren Browser oder dass das vielleicht irgendwie da aussortiert wird, nicht Teil von dem Kompilat nachher wird. Oder vielleicht sogar, dass es im Chromium selbst nicht drin ist, weil es wieder, dass es vielleicht so ein Binärblob ist, der total geheim und sonst irgendwas ist und wo man nicht wissen soll, wie es funktioniert. Also ich weiß es nicht. Habt ihr da irgendwie Informationen zu? Ich habe mich mit dem Thema mal beschäftigt, ist es zu lange her allerdings, als es so richtig rauskam, seitdem leider nicht mehr viel. Von daher weiß ich nicht, aber ich gehe davon aus, dass Brave, vor allen Dingen Brave, da das auf jeden Fall nicht machen wird. Bin ich mir relativ sicher. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass auch alle Webseiten das direkt am Anfang einsetzen werden und so weiter. Und Microsoft hatte trotzdem noch ein Wörtchen mitzureden mit dem Edge. Tatsächlich, auch wenn es Chromium-basiert ist, ob die dem dann auch so blind folgen, ist dann auch nochmal die Frage. Also ich glaube, es war generell schon erstmal gut gemeint, jedenfalls auf dem ersten Anschein hin, aber auf den zweiten Blick doch schwierig. Aber ich muss sagen, ich habe leider zu wenig Infos aktuell dazu, um da wirklich genau zu sagen, wie das jetzt nochmal genau funktionieren soll. Aber es sollte, glaube ich, sollte die Webseiten vor allem, ich sag mal, authentischer machen, in Anführungszeichen, dass man sich sicher sein kann, okay, man ist wirklich auf dieser Webseite, meine ich. Ja, gute Frage. Dafür haben wir ja eigentlich die Zertifikate ja, also dass man weiß, dass die Gegenseite, ist sowieso immer irgendwie schwierig, ne? Auch wenn da steht, das Zertifikat wurde ausgestellt von der tollen Super-Duper-Firma, ob die das jetzt so gut überprüft haben, dass man dem wirklich vertrauen kann.
Ist immer so eine Sache. Ne? Also, Meinst du jetzt das SSL-Zertifikat oder? ja, genau. Also Naja, prinzipiell haben wir ja schon was, das ist ja aber eigentlich nur Schall und Rauch. Also das ist ja ja. auch nur, sie haben aus einer Sicherheitsfunktion eine Möglichkeit gemacht, ordentlich Geld rauszuquetschen. Und dann kam Let's Encrypt und die Mozilla Foundation? Richtig Mozilla in der gut, Foundation, richtig gut. ja. Ja, auf jeden Und Fall, haben da ja. ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen, weil ein SSL-Zertifikat tut ja quasi nur, in Anführungszeichen jetzt, die Verbindung sichern und quasi dem Client versichern, dass diese SSL oder dieses Zertifikat für diese Verschlüsselung quasi von jemand drittens, der seinen Kopf dafür hinhält, verifiziert wurde und mit der angeforderten Seite übereinstimmt. Mehr ist es ja im Endeffekt erstmal nicht. Das ist ja nicht wirklich eine Sicherheit per se, sondern naja, es war zum Anfang ganz brauchbar. Jetzt ist es eher so, da gibt es genügend Man in the Middle Möglichkeiten, um das wieder auszuhebeln. Mal Da ist die schauen, Technik ja. weiter. Das ist leider inzwischen nur eine Geldmachnummer. Um es Tatsächlich mal. kann man gut verdienen, ja. Ja, ganz banal zu Ansonsten, sagen. wenn das Prüfen dann doch kommt, kommt man dann noch überhaupt auf die Seite drauf? Das kann der Webseitenbetreiber, glaube ich, für sich dann entscheiden. Also von daher schauen wir einfach mal. Ich gehe jetzt erstmal nicht davon aus, dass es jetzt breitflächig eingesetzt wird. Vielleicht in einer abgewandelten Form mal schauen. Aber das ist Zukunftsmusik. Genau, das werden wir dann sehen. Ja. Ich glaube, abschließende Worte haben wir vorhin schon verloren, erstmal zum eigentlichen Thema. Jetzt sind wir doch relativ weit, jo, so ein bisschen über die Datensicherheit abgeschwiffen, aber so langsam aber sicher würde ich sagen, dass die Messe gelesen ist. Ich denke, ich denke. Und Genau. nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an euch fürs Zuschauen und Zuhören vor allen Dingen. Ne? Freut uns immer, dass uns Genau, Leute zuhören. genau. Was wir denn hier so Ja, verzapfen. für den Input, der da immer live kommt. Das sowieso auch. Genau. Falls die Leute das gerade auf Spotify hören und die auch mal gerne live dabei sein möchten, jeden zweiten Donnerstag auf linuxguides.de/live oder bei Twitch. .tv/Saint of Sinner. Und damit haben wir quasi den Werbeblock angerissen. Dann haue ich nochmal zum Schluss linuxguides.de auf YouTube abonnieren raus und auf YouTube nicht der Weisheit letzter Schluss abonnieren. Und dem Saint of Sinner natürlich folgen auf YouTube und auf Twitch. Genau, Am nur auf Twitch. liebsten. YouTube ist irgendwie eher noch so ein vielleicht Projekt. Twitch. Ja. Und da gibt es Sehr jeden schön. Dienstag und Donnerstag einen Livestream auf Genau. Twitch. Genau. Gut. Ja, dann. Und hier auf Twitch geht es ja auch gleich noch weiter. Also für alle, die jetzt live zugucken, da gibt es jetzt gleich noch was. Ich werde an meinem Kubernetes-Cluster auf diesen ganzen Einplatinencomputern, die ich hier so habe, weitermachen. Ich habe dann Durchbruch geschafft und jetzt gibt es quasi mal so ein Update und gleich so ein Live-Umbau. Nach einer kurzen Umbauphase muss ich dazu sagen. Also ich werde kurz offline gehen und nach ein paar Minuten wieder online kommen. Nicht, dass ihr euch da wundert. Das hört sich gut an. Ja, dann mal ganz viel Spaß. Genau, ja. Danke. Und dann quasi danke an euch beide. An den Danke Zuschauer, auch von mir. Zuhörer später. Da kann Ja, ich vielen eigentlich nur noch Dank. sagen, oh, haben wir so Bis zum viel nächsten Delay? Mal, ne? Dann bleibt uns bloß noch ein O. Nein, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ne? Und guckt mal, wo wir sonst noch so unterwegs sind und abonnieren, folgen und das ganze andere Tüdelüt und Tralala.